zwei Unkräuter für 70 Orens. Ich sagte 120. Ich muss leben, ich muss trinken. Mein letztes Angebot ist 80. Prost. Alter, will er mich abfüllen? Also so bekommst du mich bestimmt nicht ins Bett. Dafür, nein, recht, kein Alkohol der Welt, vor allem nicht mit deiner Kuhglocke. Ganz starkes Zeug. 100 Orens. Wie wär's mit 100? Abgemacht und einen zum Abschied. Also, ist 100 Ohren, das ist schon brutal, ne? Guck dir das mal an, das sind ja die Pflanzen. Das sind doch die Pflanzen. Und ja, klar, sobald Geralt ein Schwert zieht, kommt wieder der Hexer zum Vorschein. Und er braucht definitiv nicht. Yo, Alter, ist gut. Also fand ich echt geil. Er torkelt zum Haus raus, kann sich kaum noch auf dem Bein halten. Sobald er das Schwert gezogen hat, geht er plötzlich ab wie ein Zäpfchen. Warte, ich zeig's euch nochmal. Das war das. Schau mal zu, wie ich kämpfen kann. So, zup, 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 schwing, schwing, zung, zung. Das macht voll Spaß. Ich kann zwar nicht sehen, aber ich snitzle ihn weg. Guck mal, wie ich laufen kann. Aber wenn ich mein Schwert jetzt wegstecke, dann torkel ich gleich wieder. Also dieser Säufer, der ist ja übel unterwegs. Yo, eskalier Geralt. Ach, ich find's einfach so gut. Hey, komm, bring mir mal ein bisschen Dynamik in die Kämpfe mit rein. Ich habe mir gedacht, so nur dastehen ist ja für euch bestimmt auch total langweilig, also... Ja, wobei nur dastehen ist halt irgendwie die beste Option, ne, für diese Kämpfe. Wie ging die Melodie vom A-Team? Ja, ist ja gut. Und weg mit dir, du blöde Entitropi-Dingsi. Also, man muss schon sagen, ne? Pass auf, jetzt steckst du das Schwert gleich weg. Also, kaum heißes Schwert weg, kann ich nicht mehr laufen. Ich hätte schwören können. Ich hätte schwören können, dass... Erstmal festhalten, oh Gott, das ist ja... Nee. Von wie geil ist das denn? Unser Hexer zieht das Schwert und auf einmal flapp, 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 flapp. Odo, steh doch mal auf. Was habt ihr auf dem Herz? Ich habe die Ungeheuer im Garten erschlagen. Bezahlt. Ihr wollt eure 80 Orens? Ja. Wir hatten uns auf 100 geeinigt. Wir haben etwas Bier getrunken, aber mein Gedächtnis lässt mich selten im Stich. Jetzt hört mal zu. Schon gut, hier ist euer Lohn. Ich sagte euch doch, ihr sollt nachts und betrunken keine Ungeheuer töten. Aber ihr wolltet ja nicht hören. Ihr macht mir Angst. Ich riskiere meinen Hals für euch und ihr wollt mich betrügen. Vergesst nicht, dem Geistlichen zu erzählen, dass ich euch geholfen habe. Und dann werde ich wiederkommen und dich im Schlaf umbringen, dicker Fettwanst. Dafür, dass du uns betrogen gemacht hast. Das ist jetzt ein geiler Weg nach Hause. Aus... Oh Gott, der Hund. Ist das nicht sein Hund, der jetzt zur Bestie wird? Hey, Odos Hund, was ist denn los mit dir? Komm mal her, du kleiner Strubel. Du kleiner Strubelpeter, du, komm doch mehr. Dieser Hund scheint nach etwas zu suchen. Vorsicht, Kleiner. Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du denn? Vorsicht, Kleiner. Was bewachst du?
Hä? Das verstehe ich jetzt irgendwie nicht ganz. Die Sache. Vorsicht, Kleiner. Das sind Echinopsdornen. Was bewachst du denn? Wo denn? Ich verstehe nicht mehr, wo der angeblich was bewachen soll. Könnten wir vielleicht jetzt, wie lange sind wir denn noch betrunken? Geralt. Ach, genau. Wir konnten hier vorher nicht in die Hundehütte, weil der Hund drin war. Aber heißt es jetzt, wir können jetzt reinglupschen? Ja. Ich möchte die Hundehütte. Okay, wir können es nicht looten. Schade. Ja, und ihr dürft mir jetzt gerne zugucken, wie wir die letzten 10 Minuten oder die nächsten 10 Minuten hier betrunken vom Hochtorkeln. Kann sich nur noch um Stunden handeln in diesem Zustand. Ich glaube, wir sind aufgestiegen. Das bedeutet, wir haben neue Talentpunkte zur Verfügung. Das ist ja was. Ey, wow. Wow. Aber erstmal sagt mir etwas, ich sollte dieses Baustellenschild mitnehmen. Nein, natürlich gehen wir jetzt gleich an den komischen Feuerstelle und ich hoffe, dass wir da dann rasten können und Geralt dann nicht mehr allzu betrunken ist. Und in der Zwischenzeit können wir dann auch wieder ein bisschen Zeug. Ja, super, eine Bargäste, geil. Ach, das Vieh schon wieder. Und wir sind betrunken. Cool. Ach, stimmt ja, das ist ja egal. Stimmt ja, betrunken interessiert es Geralt nicht. Während dem Kampf interessiert es Geralt nicht, ob er betrunken ist. So. Okay, das ist ja scheinbar, die Angriffseffizienz ist ja heruntergesetzt im betrunkenen Zustand. Kurzen Prozess mit dir. Einen kurzen Prozess mit dir. Das ist erstmal die Überreste plündern, die öfters vorhanden sind, als es aussieht. Kann ich das? Ja, kann ich damit auch machen. Gut. Das heißt, es gibt eine Schnellplündern-Option. So, und die Bargäste. Also, ich bin da. Also, diese Bestie muss man sagen. Ich glaube, die Bestie ist uns allmählich auf den Spuren. Und zwar, dass wir ihr auf der Spur sind. Interessant eigentlich, also dieser Gedankengang finde ich echt interessant, so Gewandtheit. Wir haben Igni Sachen. Ja doch, können wir mal opfern. So, jetzt gehen wir auf Intelligenz, was können wir denn hier noch machen? Mondauffang. Ja, geil, nein. So wie es aussieht, ist es hier fertig. Können wir hier noch was? Nein, okay. Ausdauer. Ausdauer ist doch gut. Warum bin ich daher ein bisschen nicht drauf gegangen? Ja. Schwergewicht, Alkoholresistenz. Das brauchen wir auch. Okay, machen wir das. Das klingt doch ganz gut. So. Was gibt's denn da noch? Starker Stahl oder schwacher Stahl? Zerschmetternder Hieb erfordert Bronze. Blutende Wucht. Machen wir das. Doch, so. Und jetzt gehen wir noch auf Alchemie. Geisteröl. Erhöht Geist hinzugefügten Schaden. So, nehmen wir einmal mit. Katze nehmen wir natürlich auch gerne mit. Oder zweimal Katze brauchen wir zusammen, denn Katze ist ein Vorteil. Ja, dass wir dann bei Dunkelheit sehen können und das gefällt mir ziemlich gut. Weil ich muss ja ganz ehrlich dazu sagen, dass ich auch... Oh, Donner. Ich bin ja ganz ehrlich, ich habe es jetzt auch schon ein, zwei Mal mitbekommen, dass es vielleicht doch ein bisschen arg dunkel war.
Und deswegen möchte ich einfach nur sicher gehen, dass ich vielleicht mit der Katze zusammen das manchmal so ein bisschen die Dunkelheit hinausnehmen kann. Denn ich weiß jetzt auch nicht aus dem FF raus, wo ich Fackeln herbekomme. Außer von gelooteten Gegnern. Und deswegen finde ich Katze eigentlich sehr... Oh, noch so ein Viech. Als würden die nicht draus lernen, ne? Okay, aber jedenfalls, wenn wir gegen die Bestie von Wysima kämpfen werden, werde ich aber sowas von Ding mitnehmen. Wie heißt das? Geisteröl verwenden. Ja, aber die Bestie scheint echt mittlerweile so ein bisschen jedenfalls auf unserer Fährte zu sein. Ja, und wenn wir nicht betrunken sind, treffen wir auch plötzlich viel öfters. Sehr viel öfters. Wow. Und Geralt macht hier gerade voll die Faxen mit dem Schwert. Mit irgendwelchen abgefuckten Drehungen über den Kopf. Also jetzt erstmal die Überreste wieder einsammeln. Denn ihr seht ja, wir können jegliche Überreste der Monster gebrauchen. Jetzt können wir schöne Tränke machen und andere schöne Sachen. So, hier ist nichts mehr, nein. Ja, ich werde auch nicht immer alles einsammeln, was überall in der Gegend rumschwirrt von irgendwelchen Nidus-Dingen oder sonst was. Sondern ich nehme einfach so viel, wie es geht, mit. Also ich laufe jetzt nicht wirklich jeden Weg lang. Sondern schaue, dass ich hier was mitnehme, da was mitnehme. Das ist, glaube ich, schon cool irgendwo. Oder so wie hier, anstatt jetzt praktisch die Straße entlang zu laufen, laufe ich die Seite entlang und pflück da die Sachen weg. Oh. Tollwütige Hunden, daraus wird gleich eine Bagueste. Ich glaube, der gut blutet. Sehr schön. Ja, der tollwütige Hund da drüben wird gleich zur Bestie, ich weiß. Tollwütiger Hund. Warum kann ich den nicht töten? Also ich meine, liebe Hundefreunde oder Tierfreunde, ich will den Hund ja an sich nicht töten, sondern ihr wisst ja, sobald ich den Hund normalerweise anklicke, kommt eine Bagueste raus. Normalerweise wurde ja aus den Hunden immer eine Bagueste. Oh Gott, da ist noch eine. Ich glaube, das war die Bagueste aus dem komischen anderen Hund. Tut mir natürlich sehr leid, dass der jetzt daran glauben musste, aber mit Vergessen ist nicht zu spaßen. Das haben wir ja jetzt leider schon öfters erfahren müssen. So, dann nehmen wir dein Zeug mit. Hallo? Looten, 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 bis sie alle bluten. So, dann schauen wir jetzt, dass wir der Abigail... Ich meine, Abigail, ich wollte nicht das... Nein, das ist nicht das, was ich über Abigail denke. Oder vielleicht doch. Ich weiß es nicht. Können wir vielleicht sie auch zum Techtelmechtel auffordern? Ich bin so ein schrecklicher Mensch. Ist auch so eine Sache. Also, das Spiel The Witcher bringt so in jedem Mann irgendwie den natürlichen Fortpflanzungstrieb raus. Ich weiß nicht warum, aber wirklich jeder Mann, mit dem ich mich bisher über The Witcher unterhalten habe, du kannst an jeder Ecke vögeln. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Echt jetzt, also es tut mir leid. Was wollt ihr? Ich habe lange gewartet. Ist der Trank bereit? Ist der Trank bereit? Ja. Alvin trinkt das. Schmeckt bitter. Kein Gemecker. Und jetzt? Sprich. Abigail, ich habe Angst. Warum haben sie dem Hündchen die Haut abgezogen? Er war lieb und hat niemandem etwas getan. Und das Mädchen von außerhalb des Dorfes schrie grässlich, gar nicht wie ein Mensch. Böse Kinder, wählt ihr schon wieder den kleinen Hund der Hexe? Unschuldiges Blut, böse von Alkohol und Geilheit verzerrte Gesichter.
besorg es ihr gut. Zeig ihr, dass du ein Mann bist. Blutbeflecktes Gold. Die Bestie ist geboren. Oh Gott. Der Tod, das jüngste Gericht. Die Bestie hat ihr Ende schon einmal erlebt. Sie fürchtet den Tod nicht. Sie ist der Tod. Wie wollt ihr menschliche Bosheit besiegen? Mit dem Schwert? Ihr, der ihr gestorben seid und immer noch unter den Lebenden weilt? Wer hat mich herbeigerufen? Genug. Das könnte böse enden. Abigail, brech die Trance ab. Wie ihr wünscht. Bei der Macht der sieben Sphären, verlass diesen Körper. Ich befehle dir. Hinfort! Ich bin müde. Alvin ins Bett mit dir. Geralt, ein anderer Hexer, Berengar, kam vor euch her. Er hinterließ diese Anweisungen. Danke. Lebt wohl. Jetzt mal ganz ernsthaft. Also das aus dem Blut geboren, von Alkohol, verzerrte Geilheit, irgendwas, Gesichter, besorgt ihr gut? Vorhin hatten wir es noch, also vorhin hatten wir es wirklich über die Sache mit der Art und Weise, mit denen in dieser Welt mit den Frauen umgegangen wird. Ich vermute mal, so 10.000. Ich lege jetzt einfach mal meine Hand dafür ins Feuer, dass die Geschichte mit der Bestie irgendetwas mit der Vergewaltigung einer Unschuldigen zu tun hat. Vielleicht sogar eine Dame, die als Hexe bezeichnet wurde und der eben auch der Hund gehört hat. Und der Hund wurde gequält und musste dann mit ansehen, wie Frauchen vergewaltigt wurde, vielleicht sogar umgebracht wurde. Und dann hat sich der Hund entschieden, Rache walten zu lassen. Prophezeiung, also ich lese gerade mal vor, so wie ich Alvins Prophezeiung verstanden habe, wurde die Bestie aus der Bosheit und Schurkerei der Menschen geboren. Sie wird das Umland so lange heimsuchen, wie diejenigen ungestraft bleiben, die anderen Böses angetan haben. Prophezeiung hin und her. Für den Fall, dass ich der Bestie mit dem Schwert in der Hand entgegentrete, hat mir Abigail Berengas Aufzeichnung gegeben. Vielleicht helfen sie mir dabei, das Ungeheuer zu besiegen. Es ist an der Zeit, den Geistlichen berichte, was ich in Erfahrung gebracht habe. So, auf der Karte verfolgen. Sehr schön. Und dann gehen wir jetzt mal kurz in unser ganz normales Inventar und schauen mal Berengas Aufzeichnung. Sind die hier irgendwo? Höllenhundseele. Diese Notiz enthalten die Formel für einen Trank aus dem Überrecht eines Höllenhundes. Nach Genuss ein Silber. Ja, super. Danke. Ich wollte doch eigentlich, ja. Wir haben einen Eintrag bekommen. Höllenhundseele. Hexer können Komponenten aus den Kadavern einzigartiger Kreaturen extrahieren. Dieses Trankkonzept erfordert die schillernde Marke eines mythischen Höllenhundes. Wird das resultierende Getränk eingenommen, bewegt es weitere Mutationen im Körper des Hexers. Alles klar. Also gut, wenn ich das jetzt wirklich richtig verstanden habe, dann ist hier abgefuckte Scheiße in dem Dorf passiert. Und irgendjemand Unschuldiges musste unter anderem, sagen wir es einfach mal so, und der widerlichen Aneigenhaften von gewissen Männern scheinbar leiden. Und ich bin mir fast sicher, dass der Geistliche uns irgendwie auf den Trichter bringt, dass wir darauf scheißen sollen, was praktisch der Alvin gesagt hat, und wir sollen einfach nur die Bestie vernichten. Und wenn ich die Möglichkeit habe, die Bestie zu töten oder aber der Bestie Frieden zu bringen, indem ich eben meiner Meinung nach sind es Vergewaltiger gewesen, also das ist so, wie ich das angehört hat. Vielleicht interpretiere ich da einfach zu viel rein, weil ich die Witcher-Welt schon kenne und ungefähr weiß, wie die Leute unterwegs sind. Aber gehen wir mal davon aus, es war wirklich eine Vergewaltigung oder ein kaltblütiger Mord, aufgrund dessen dieses Viech entstanden ist, dann werde ich den Vorschlag des Geistlichen, wenn er denn, ich schätze ihn einfach mal so ein, das so drehen will, dann werde ich den Vorschlag des Geistlichen ablehnen, werde Rache und Gerechtigkeit über diejenigen bringen,
die scheinbar Böses hier getan haben. Und es ist mir dann in dem Moment auch egal. Und selbst wenn es der Geistliche selbst war, dann bringe ich den verdammten Geistlichen um und dann nehme ich seinen Kopf und werfe ihn vor die Tore von Vysima. Ich weiß, Hexe, also das ist ja irgendwie der Kodex von denen, Hexe sollen sich nicht einmischen. Hexe mischen sich nicht in die Geschicke der Sterblichen ein, aber wir sind hier, um die Geschichte neu zu schreiben und ich werde mich definitiv einmischen. Ich kann es mir wirklich nur so, ich meine, vielleicht interpretiere ich wirklich zu viel rein, aber ich kann es mir so echt bildlich vorstellen. Ich kann es mir, also ich würde es der Witcher-Welt zutrauen, dass es so passiert ist. Deswegen labern wir den Typen jetzt erstmal voll. Sprecht, schnell. Der mit dem Rave-Bart. Machen wir das. Ich weiß, woher die Bestie kommt. Hat die Hexe sie herbeigerufen? Nein. Die Bestie erschien aufgrund der Bosheit der Menschen. Um sie zu töten, muss ich die Schuldigen entlarven. An euren Worten könnte etwas dran sein. Wenn die Schäflein sich verirren, muss der gute Hirte sie wieder auf den rechten Pfad bringen. Anderenfalls fallen sie den Wölfen zum Opfer. Ich werde herausfinden, was ich kann, um die Bestie zu bezwingen. Ich muss alle Dörfler zusammenholen. Hier ist euer Lohn, Hexer. 200 Orens. Interessant. Sprecht. Das hätte ich jetzt nie erwartet von ihm. Da bin ich doch vielleicht etwas vorschnell gewesen. Odos und Harens Ungeheuer existieren nicht mehr. Wer legt sich denn da hin? Für Mikol habe ich die Ghule in der Gruft beseitigt. Ich gebe zu, ich bin beeindruckt. Vielleicht könnt ihr die Salamandra ja doch besiegen. Dafür muss ich erst die Lage ihres Verstecks kennen. Das macht ich werde nicht sagen, bis ihr die Bestie vernichtet habt, Hexer. Das ist meine Bedingung. Ja. Adieu. Okay, erstmal die Bestie. Warum ist Alvin hier? Der Geistliche kümmert sich jetzt um mich. Wie bist du hergekommen? Der Geistliche hat mich aus den Klauen einer Hexe gerettet. Klauen? Das hat er gesagt. Lebst du denn gern hier? Das ist meine Chance, ein anständiger Mensch zu werden. Ich drück dir die Daumen, Junge. Können wir ihm vielleicht sagen, dass er lieber wieder zu Abigail zurück soll? Denn ich vertraue Abigail mehr als dem Geistlichen, bin ich ganz ehrlich. So. Warten auf eine Lösung. Der Geistliche sollte die übrigen Aufgaben